Mein Name ist René Stettler, ich bin Montageleiter der Firma Stüssi. Wir sind hier in Wallisellen, beim Primarschulhaus. Und ich erkläre jetzt euch, wie man eine vorgehängte Fassade montiert. Wir haben ein Gebäude, das betoniert ist. Und an der Fassade bohren wir zuerst anzeichnen, dann bohren wir, dann wir unsere Vorrichtungen anhängen. Nachdem wird isoliert. Nach der Isolation können wir unsere Betonelemente angehängt. In unserer Produktion wird es zuerst betoniert. Nachher kommt es raus ins Aussenlager. Und der LKW bringt es nachher auf die Baustelle. Die leichten Elemente sind unter anderem Bänke, die wir haben. 700 Kilo, 800 bis Tonnen. Die schweren Elemente, Rahmenelemente, ich sage jetzt mal schwer, 2,5 Tonnen plus minus, die werden alle noch mit dem Baukran versetzt. Und dann was alles, was über 4, 5 Tonnen sind, müssen wir dann mit dem Pneukran versetzen. Die ganze Montage, also flächenmäßig, ist wie ein Puzzlespiel. Das ist ein Rahmenelement, das, ich sage jetzt mal, 2,3 Tonnen hat. Und dann werden die so versetzt, da haben wir das erste unten. Dann wird der so gesetzt. Dann haben wir einen so. Und einen oben drauf. Und dann ergibt sich vier, gehen immer noch den in die Mitte. Oder? Und dann ergibt sich immer das ganze Muster so. Oder? Wir hängen das Element mit dem Kranen, bringen sie an die Fassade, lassen sie im Gerüst zwischen runter und hängen sie nachher unsere Anker an. Dann richten wir ihn ausrichten. Und damit ist das Element an seinem Bestimmungsort angekommen. Hier haben wir unsere verschiedenen Aufhängungen für verschiedene schwere Elemente. Hier haben wir zum Beispiel einen ganz kleinen. Hier haben wir 5 kN. Ja, das heisst für 500 Kilo belastbar. Und der ganz schwer für die grossen Lasten ist der 34 kN. Ja. Der alleine mag fast 3,5 Tonnen lupfen. Die Anker werden gebraucht, damit unser Element an der Fassade hängt. Das Element hängt am Kranen. Oder? Nachher nehme ich es ein bisschen als Gerüst an und fahre die Schienen ein, dahin, die wir haben. Fahre die hinten rein, auf beiden Seiten, mache die Höhe ungefähr parat. Und dann nachher tue ich die Aufhängungen hinten an, mit dem Bolzenanker festmachen. Je nachdem tun wir es sehr schmal abladen. Wir haben dann hier die Höhe, die wir mit dem Laser nehmen. Und dann weiss ich, wie viel ich rauf oder wie viel ich muss. Und dann schraube ich dort, je nachdem, ob ich rauf muss oder runter. Auf der Seite haben wir noch Druckschrauben. Also jetzt siehst du sie eben nicht, sie sind da hinten. Vier Stück, zwei oben, zwei unten, wo wir alles justieren können. Hier haben wir unseren langen Richtschlüssel, damit wir an die hinteren Elemente kommen. Hier haben wir jetzt nur etwa 40 cm, die wir runter müssen. Gehen wir die Schrauben an und kann sie je nachdem raus oder rein drehen. Also nach rechts drehen, geht das Element rein. Nach links drehen, geht das Element raus. Nachdem alles stimmt, alles ausgerichtet ist, dann wird es abgehängt. Hier haben wir ein Eckelement an der einen Fassade. Und dann haben wir natürlich nicht das Eckelement wieder auf der gleichen Höhe, sondern versetzt an der anderen Fassade, dass man es so, vielleicht sieht man es gut, so. Wir haben das grosse Eckelement montiert, das schwere, fast 5 Tonnen schwer, haben wir mit dem Autokran machen. Der Turmkran hat sie der Weite hat das nicht mehr können lüpfen, darum haben wir einen Autokran holen. Das Problematik ist, dass unten rein das Element hinten geht und dadurch ist die Last so nach außen versetzt. Und die Aufhängungen haben wir ein Problem zu montieren, weil wenn das Element schräg hängt und die Aufhängung so ist, oder, hast du nachher ein Problem, zu der Aufhängung zu montieren. Wir haben die Spannsätze am rechten Ecke oben müssen anbinden, damit das Element hinterher kommt und wir somit haben können richten. Zu lange haben wir durch die ganze Geschichte, aber zufrieden sind wir ja, auf jeden Fall. Es ist am richtigen Ort, es ist dran, wir können weitermachen, wir können aufgerüsten jetzt und können weitere Elemente versetzen.